Und dann gehen wir mal hier durch, denn das zeige ich euch gleich. So. Und zwar sind wir hier oben und wir hatten hier doch irgendwo... Nee, das ist falsch. Warte mal. Nicht der, sondern der. So, hier wollte ich hin, denn wir hatten hier doch irgendwo an der Küste, hier war das, glaube ich. Oh, die Ascheländer Base ist völlig falsch platziert. Die mache ich mal hier hin. Ascheländer Base. So. Da kann ich das hier entfernen. Ah, nee, gar nicht. Das war eine Dingenspace. Mach ich mal. Base so. Keine Ahnung. Ne, da war ja eine Zwergenbase. Das sollte ich auf jeden Fall eintragen. Und wir hatten doch hier an der Küste irgendwo. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich sollte natürlich aufpassen. Eine Höhle. Nämlich. Eine Morgenhöhle. Und da wollte ich mal reinschauen. Weil ich dachte, die geht tatsächlich... ein bisschen, also die geht nur so tief wie eine Trollhöhle, wurde dann auch, hat dann Daniel geschrieben, nee, nee, die geht ein bisschen tiefer. Jemand anderes hat dann allerdings geschrieben, wer war das nochmal? Horsch Hans Jürgen hat geschrieben, die ist gar nicht so tief und er war ein bisschen enttäuscht. Und ich dachte mir, weißt du was, wir gucken einfach mal nach. Aber erstmal muss ich mich um den hier kümmern. So, können wir wieder ein bisschen skillen. So. Und noch ein. Und vor allem müssen wir, wenn wir Askwinds treffen, die plätten, ne? Wir brauchen deren Haut. Und auch diese hier soll man wohl auch lieber zerstören, wenn man schon mal da ist. Mach ich mal. Weil da können auch manchmal, da sind zwar nur Knochenfragmente drin, sind aber auch manchmal andere Sachen drin, habe ich gesehen. Ne? Dieser Brustkorb und so ein Shit. Das braucht man wohl auch alles, keine Ahnung. Und ich weiß nicht mehr genau, wo die Höhle war. Da müssen wir mal ein bisschen suchen. Shit, hab ich trotzdem getroffen. Und... nein, daneben. Verdammt. Ja, los, dann explodiere. So. Sehr gut. Hätten wir den Stuff schon mal. Und dann hier lang. Ich weiß nicht mehr genau, wo die Höhle war, verdammt. Ich weiß es nicht mehr. Wir müssen ein bisschen... ah, Pilze. Und da liegt auch noch was. Oh nein, hier ist ein Zwerg gestorben. Nein. Oh. Ich gehe mal ein bisschen hier weg. Weil da waren mir schon wieder viel zu viele auf einmal. Und ich will nicht, dass die alle auf mich zukommen. Da ist ein Morgen. War die Höhle da oder? Ich glaube, die war eher hier, ne? War die nicht hier? Irgendwo hier, glaube ich. Oh, hier ist sowas explodiert. Komm, das nehmen wir mit. Sortieren wir sowieso aus, wenn es zu viel wird. Scheiße, ich hätte mir das eintragen sollen. Ah! Energieschild! So. Ja, hier ist, glaube ich, falsch. Da ist ein Pilz. Den nehme ich mit. Ja, Straußenfahren können wir immer noch farmen, wenn wir es brauchen. Das meinte ich ja, aber diese Pilze sind schon echt selten im Vergleich. Ich glaube, ich bin in die falsche Richtung gegangen. Ich weiß es nicht genau. Ich meine, es war an der Küste. Und ich meine, es war hier direkt bei der ersten Insel. Da habe ich gesagt, oh, ist das eine Höhle? Bin reingegangen. Hat uns morgen überrascht, da bin ich gleich wieder raus. Warte mal, wo war das denn? Oder war das hier oben? Nee. Obwohl, ich habe irgendwie im Gespür, es ist im Norden. Ich gehe nochmal nach Norden. Es tut mir leid, dass ich jetzt gerade hier so hin und her renne. Ich weiß aber nicht mehr genau, wo es war. Und ich glaube, das Ding da hinten mache ich auch mal kaputt. Einfach, damit nicht permanent neue Feinde kommen. Ich stelle mich mal hier so hin. Sehr gut, Treffer. So. Ein paar gingen daneben. Ich ziehe mal ein bisschen weiter nach unten. So.
kaputt. Ha, sehr gut. Und um den Rest kümmern wir uns mit dem Stab. Da ist wieder ein Leichenhaufen. Da gehe ich gleich hin. Oh, der hat einen Stern, ne? Hm. Ach ja. Die laufen ja weg. Weißt du was? Bei denen nehme ich, glaube ich, lieber den Froststab wieder. Bei dem hier aber nicht. So. Die sind und her schleudern die ganze Zeit. So. Ich baller mir mal einen Mana-Trank, oder? Obwohl, nö. Ah doch, jetzt wo ich gerade ihn sehe, schon. Warte mal. Ich mache erstmal den hier tot. Der stirbt, glaube ich, jetzt. So. Und dann nehme ich den Froststab und mache mal den hier weg. Ah, es hat mich noch getroffen. Und noch einen ab. So. Und zack. So. Hä, wir skillen gar nicht. Oder? Oder merke ich es nur nicht? Haben die das genervt? Oh nein, bitte nicht. So, hier ist aber auch keine Höhle, ne? Verdammt. Ja, komm. Da laufe ich mal hinterher und mach den mit dem Stab kaputt. Und Energieschild. So. Da ist noch einer. Ja, ne? Wir skillen nicht mehr so exorbitant. Das haben die, glaube ich, rausgepatcht. Schade. Wenn wir mal richtig auskosten sollen. Na gut, was soll's. Und das Ding hier mache ich auch mal kaputt. Energieschild. So. Alter, 13 live. Kann es sein, dass das Ding explodiert und sein Energieschild kaputt macht und wir trotzdem Leben verlieren? Ich habe gerade nicht drauf geachtet. Sollte ich mal machen, ne? Nächstes Mal. Aber wo war denn hier nochmal die verdammte Höhle? Nein. Ich weiß es nicht mehr. Ach scheiße, und ich habe den Knochenhaufen vergessen. Da wollte ich nochmal nachschauen, weil, wie ich meine, gibt es da manchmal spezielle Knochendinger. Wo war der denn nochmal? Da. Oh, da ist noch einer. So. Moin, Dwerger Schurke. Kannst du mal bitte beiseite gehen? Nein, beiseite. Vorsicht. So, das hier auch nochmal. Aufgesammelt. Und die Eggs mitgenommen. Oh, wir haben nicht mehr Platz. Nicht mehr genug Platz im Inventar. Da schmeiß ich mal ein Weichgewebe weg, oder? Obwohl, nee, lieber Stein. Oh, oh. Ja, da habe ich Angst. Gott sei Dank habe ich ihn. Oh nein, er ist gleich tot. Skeletto, ich brauche deine Hilfe. Energieschild. So. Hat aber einen Hit mehr ausgehalten. Oh Mann. Das wird doch wieder nix. Ah! Ich habe Angst. Huch! Nein! Ups, ich habe aus Versehen gerade Shift und Tab gedrückt und hat sich gerade Steam geöffnet. Ah, lass mich in Ruhe! So, warte mal. Den hätte ich schon ganz gern. Ausgewichen. Ja, und da ist er schon wieder down. So. Hm, welcher ist am besten? Welcher macht am meisten Damage? Ja, der. Ja,
Der macht am meisten Damage. Wow, 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 wow. Stirb! Puh! Sehr gut. Hier liegt noch was. Das will ich auf jeden Fall mitnehmen. Das hier weg. Eine Sehne. Hm. Der droppt entweder ein Herz oder eine Sehne, ne? Glaube ich. So, hier haben wir Ascheholz. Das nehme ich mit. Das normale Holz können wir theoretisch hier lassen. Oder habe ich hier 12 Gold, Alter? Komm. Und auch die Knochen, ne? Was soll ich damit? Die normalen Knochen, da haben wir so viel von. Da brauche ich nicht noch mehr. Daneben. Na gut. Ja. So gut ist der Stab dann gar nicht mehr, ne? Habe ich ja eigentlich immer zum Skillen genommen, aber wenn der gar nicht mehr so gut skillt. Hm. Ja, das Weichgewebe lasse ich hier. Hier liegt noch ein bisschen Krempel. So, und wir ziehen weiter, weil ich wollte ja eigentlich mir diese Höhle mal ansehen, was es da für interessanten Loot gibt. Ich merke aber auch, dass wir zum Bersten überfüllt sind und eigentlich auch wieder zurück müssten. Ah, hier sind noch Pilze. Und ich glaube, ich gehe auch mal kurz zurück. Denn scheinbar sind wir ja auch falsch gegangen. Soll ich mal Aktören machen? Wäre irgendwie verschwendet, ne? Jawohl, wenn wir es nicht benutzen, ist es auch irgendwie verschwendet. Komm. Und dann gehe ich mal kurz nach Hause, schmeiße den ganzen Stuff ins Lootloch und wir suchen weiter nach einer Höhle. Ist hier zufällig direkt nebenan? Ist das hier eine? Nee, ne? Hm. Ja, wir können da hinten dann gleich mal weitersuchen. Huch. So, tschüss. Und wir gehen nach hier oben. Hier haben wir noch einen Knochen. Ich wurde beballert. Ich guck mal, wo der ist. Da. Bleib stehen! Gut, dann sage ich einfach mal ciao und gehe hindurch. So, perfekt. Hier rüber. Und alles runtergeworfen. So. Ein Stein vor allem, super. Alles klar. Und wie spät ist es? Nachmittag, ne? Hm. Ja, ein bisschen können wir noch. Obwohl. Lieber pennen gehen. Ich gehe lieber pennen. Sicher ist sicher. Weil, wenn wir danach aus der Höhle kommen, ist es nachts. Und wir müssen durch die Asche landen. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Also, gute Nacht. Guten Morgen. Und wir laufen direkt nach unten. Hm. Oder bin ich da an der falschen Position? Ich glaube aber, da war doch irgendwo eine Morgenhöhle. Selbst wenn nicht, ganz ehrlich, dann treffen wir vielleicht auf Asquin. Oh nein, es wird wieder extrem dunkel sein, ne? Naja gut, so ist das nun mal. So, here we are. Und ich wollte mal so nach da gehen, ne? Wir sind, glaube ich, gerade hier oben lang gegangen. Ich gehe mal so nach da. Da ist außerdem ein Spawner. Den möchte ich gerne vernichten. Hier ist ein Pilz. Kann es sein, dass unser Energieschild wieder kleiner ist? Huch, wo kommen die denn alle her? Alter Schwede. Ach ja. Natürlich. Rost. So. Und der andere Kollege, der abgehauen ist, kommt bestimmt gleich zurück, ne? Tschüss. So. Und dann gehen wir mal hier lang. Da sind wieder Feinde. Und vor allem ist da ein Spawner, ne? Den Spawner will ich mal vernichten. Komme ich da ran, wenn ich so mache? Zu weit, ne? Ich glaube, ich muss näher ran. Dann kann ich besser zielen. So. Aber natürlich aufpassen. Hier sind überall Feinde. Da ist ein Krieger. Ne, ein Scharfschütze. Ich guck mal so. Zu hoch, ne? So treffe ich, ja. Oh.
Lava-Klumpen, Alter. Jetzt komm runter da. So. Tschüss. Huch, oh oh. Ich sag tschüss und genau in dem Moment geht mein Energieschild down. Hätte ich wohl gern. So, drei. Autsch. Und vier. Und Energieschild. Ah! Was ist denn los? Warum? Wir sind ausgeruht. Ja, ich könnte mir das hier noch reinpfeifen. Oh. Alter, das ist doch nicht wahr. Wo kommen die denn schon wieder alle her? So, Feuerball. Schön Gruppen. Also so Flächendamage meine ich. Und ich gehe mal zum Energieschild, weil da habe ich dann ein bisschen mehr Verteidigung. So. Oh oh, nein, 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 nein. Komm mal hier wieder raus, bitte. So, und da kannst du explodieren. Oh Mann, oh Mann. Ich hau mal ab hier. Das wird mir hier doch ein bisschen too much. Der Energieschild ist down, ne? So, dann komm mal hier rum. Huch, nein. Nein, 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 nein. Bleib da oben. Tschüss. Du kommst auch mal her. Tschüss. Und ich laufe hier rum. Hier hinauf. Und mach den hier wieder an. So. Nein, oh. Bitte nicht den Zwerg treffen. Oh, Gott sei Dank. Ich sollte mal aufhören mit dem Stab, ne? Alter, der räumt ja richtig auf. Sehr gut. Gott sei Dank haben wir uns mit dem nicht verscherzt. Mit ihr. Ich glaube, das war eine sie. Wie auch immer. Ich würde sagen, wir gehen mal wieder hier lang. Und den Dingens da hinten, diesen Spawner, den will ich auf jeden Fall erstmal zerstören. Sonst kommt natürlich immer ewig Viecher nach. Ach, das war zu hoch, ne? Ja, viel zu hoch. Oh, Mann. Wo kommst du denn schon wieder her? So. Hätten wir das? Oh, da ist ein Morgan. Bitte interessier dich nicht für mich. Und du kommst mal her. Oh, hier ist ein Nest. Im Stein. So, jetzt aber. Feuerball, komm. Höher, ne? Ja, los, 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 los. Mach's kaputt. Ich baller mir mal einen Trank bei den drei Kriegern hier. Obwohl, warte mal. Schön Flechtschaden. Da brauche ich gar keinen Trank. So. Sehr gut. Drei ist trotzdem noch getroffen. So. Gut. Er damit. Und Energieschild. Und Feuerball. Das machen wir endlich, das Ding kaputt. Oder ist es kaputt? Ah, ich hab's zerstört. Sehr gut. Sehr gut. Und hier war, glaube ich, eine der Höhlen. Da! Das ist sie doch. Ja, meine ich doch, die war hier irgendwo. Sehr gut. Also, du bist umgebracht. Du auch. So. Der gute alte Froststab, ne? Der ist echt immer noch mein bester Freund. Bin ich ganz ehrlich. Nein, Morgan. Bitte nicht.
Den habe ich gar keinen Bock. So, aber erstmal mache ich hier das ganze Gemüse weg. Bevor das Steak kommt. So, hier. Und dich nochmal. Aber es ist auch einfach nur so eine mühselige Arbeit, ne? Ist überhaupt nicht mehr spannend. Wenn die weglaufen. Es wird immer nur dann spannend, wenn sie zu viele werden. So, tschüss. Und dann gehen wir jetzt mal endlich in diese Morgenhöhle rein. Deswegen bin ich eigentlich überhaupt erst losgegangen. Und ich habe natürlich Angst, dass der Morgen uns sieht. Wo ist er denn? Bitte sei weg. Und nicht irgendwie... Da ist er doch. Ich würde sagen, ich gehe mal schnell rein und hoffe, dass nicht sofort ein Morgen kommt. Fauliges Loch. Und es kommt direkt einer. Tschüss. Ich kann ja hier leider nicht ein Skelett beschwören und das kommt mit rein, ne? Das heißt, ich muss... Ich probiere mal rein, beschwören und raus. Und tschüss. Dann Ausdauer aufladen. Aber der wird ja gerade gekillt, oder? Während wir hier warten. Wird er doch gerade umgebracht. Ich habe keine Ahnung. Und nochmal rein. Und Skelett beschwören. Und tschüss. Oder wird das jedes Mal zerstört? Keine Ahnung. Ich gehe nochmal rein und mache nochmal Energieschild. Ach so, die sind einfach down. Bringt gar nichts. Gut. Hm. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Ja, dann muss ich Damage machen und wieder raus. Oder? Ich habe ja keine andere Wahl, also let's go. Und tschüss. So, dann Mana aufladen. Oh, ich dachte gerade, mein Energieschild ist down. Ja, so geht's natürlich auch. Dreist. Aber gut, wir kommen voran. Let's go. Da ist er doch. Bleib hier. Ja, mach mal da deinen Purzelbaum und tschüss. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Das ist doch voll easy mit dem fauligen Loch. Gut, nochmal. So. Und noch ein. Und tschüss. Wie sieht's mit Energieschild aus? Ist noch, ne? Ja. So, noch eine Fuhre. Ist dann, glaube ich, auch gleich Feierabend, ne? Jetzt bleib stehen. Tschüss. Ja, der könnte jetzt gestorben sein am Feuer. Warte mal. Ich warte noch kurz einen Moment und jetzt glaube ich, das sollte es jetzt gewesen sein. Tschüss. So, was haben wir hier denn Feines? Ach shit, ich habe jetzt gar nicht die Lampe dabei. Doch, habe ich. Ich habe die ganze Zeit nicht die Robe auf. Was bin ich denn für ein Storch? Gut, wie auch immer. Aha. Hier haben wir ein bisschen Loot. Hier haben wir das Ding, das machen wir mal kaputt. Ich hoffe, hier kommt nicht noch ein Morgen. Naja. Also so tief ist sie nicht. Und so guter Loot ist hier jetzt auch nicht drin. Oh, ein Morgenherz. Das nehme ich mit. Wir haben aber... Was haben wir gerade geholt? Ja, das. Gold. Naja. Fleischhaufen. Ja, bei den Fleischhaufen können bestimmt dann auch wieder... Ah, da, verdorbenes... Verdorbenes Fleisch? Weichgewebe. Warte mal. Das ist ein neues Item, ne? Verdorbenes Fleisch. In dem Fleisch krabbeln Maden. Es riecht furchtbar. Ihhh. Hat einen Buff, du fühlst dich nicht gut und kannst nichts drin behalten. Das ist auch zum Übergeben, oder was? Ist das so ein Meme-Item, oder was? Weil, was bringt es denn dann? Also, das... Kann man das irgendwie...
Craft, also das Crafting-Item nutzen irgendwie. Keine Ahnung. Und das hier können wir nicht zufällig weghacken. Nee. Nee. Ja, ist ja boring. Ein Moment. So, Entschuldigung. Und weiter geht's. Ja, da wollte ich eigentlich mal nachgucken. Das war jetzt irgendwie doch nicht so spannend, wie erwartet. Ich habe überlegt, wollen wir den anderen morgen hier hinten auch noch mitnehmen? Weil wir könnten es andersrum machen, dass wir immer wieder reingehen, ne? Weil, wenn wir hier schon gerade dabei sind und wir haben Herz und Sehne... Komm, ich mach das mal. Ich lock den mal hierher. So. Und weil ich fühle mich richtig safe, wenn wir das so machen. Na komm her. Tschüss. So, und wieder raus. Und noch ein paar Fuhren. Ah, kurz warten. Noch einer an Kopf. Naja, wenn er da seinen Putzelbau macht, ist alles gut. Tschüss. Ja. Ich baller mir das mal rein. Und deswegen regenerieren wir auch so langsam. Ja, es geht schon viel besser, wenn wir die Robe haben, ne? Dass ich auch überhaupt ohne Robe rumgelaufen bin. Energieschild habe ich noch, ne? Ja. Huch, oh, der hat mich reingeschoben. Aber gut, ist ja gar nicht weiter wild. Wir hatten gerade sowieso kein Mana mehr. So. So, der ist auch tot. Und da kommt noch einer. Schon wieder weggeschoben, dreist. Aber gut. Hauptsache, wir sterben nicht. Wo ist er denn? Der Vulture. Ja, ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ich gehe ja schon. Energieschild. Schön in Sicherheit. So. Ja, ich könnte theoretisch auch einen Trank nehmen, aber will ich gerade nicht verschwenden, weil es funktioniert ja, was wir hier machen. Huch, wo ist er denn? Da ist er doch. Oh, dieser Purzelbaum andauernd. So. Ja, so geht's. Und ich weiß nicht, ob der Stab, den ich habe, tatsächlich der beste ist. Ich bleib mal bei Frost und guck mal, wie viel der reindrückt. Schöne ist halt natürlich an dem Feuerding, dass er einen Buff macht. Der die ganze Zeit... Oh! Ja, nächstes Mal direkt so, ne? Eine Sehne und ein Herz. Genau das wollte ich. Perfekt. So, haben wir hier noch irgendeinen interessanten Loot außer Knochenfragmenten? Ich schmeiß mal das hier weg und nehme dann... Sogar eher die Knochenfragmente mit, da können wir mehr mit anfangen. Die Federn brauche ich nicht. Hier ist Stein. Hier ist noch ein bisschen Graus. Und hier sind noch mehr Fragmente. Das hier mache ich nochmal kaputt. Hättest du dir so gedacht, wa? Dass du mir einfach dein Schwert hinten in den Rücken rammst, ne? Ja, so kann man sich täuschen, Buddy. So kann man sich täuschen. Gut. Unsere Base ist schwer zu übersehen. Dann würde ich sagen, wir gehen mal zurück. Ach ja, ist die Zwergenbase, ne? Stimmt, die Zwerge sind ja gestorben, glaube ich. Wurden hoffnungslos überrannt. Aber ich gehe mal hier hoch. Und bringe den ganzen Stuff in unser Lootloch. Ist ja dann doch ordentlich, ne? Wir haben zwei Seen und zwei Herzen. Sehr gut. Und vor allem das faule Fleisch, frage ich mich. Ist so ein bisschen so wie die neue Kotzebeere, ne? Aber fühlt sich kränklich. Das hat man von der Kotzebeere, glaube ich, nicht, oder? Ich kann ja gleich mal vergleichen. Weil das interessiert mich tatsächlich gerade. Ich gehe mal kurz nach unten. Ah, müssen noch gerade pennen gehen. Zur Giftkiste. Und will mal kurz gucken, ob der Effekt der gleiche ist, der hier steht. Fühlt sich kränklich. Minus und, ja, ist genau das gleiche, ne? Wiegt nur weniger. Ich pack das mal hier mit rein. Finde ich irgendwie gerade passend. Und ja, hier den Stuff, ich könnte zwar jetzt das, was ich gerade im Inventar habe, einsortieren. Ich lasse es aber mal, damit die Sachen sich stacken. Deswegen schmeiße ich die schön hier rein, wie wir es immer machen. Nein! Den Schädel muss ich...
Ich bin so ein Narr. Verdammt, jetzt sammle ich alles wieder ein. So, da ist der Schädel gewesen. Da. So. Ja, shit. Das war jetzt natürlich nicht so klug. So, und so. Und den hier hin. Perfekt. Und dann würde ich sagen, wir schmeißen uns ins Bett, wa? Mit allerhöchster Eisenbahn. Die Sonne ist schon weg. Merk schon wieder, wie es allmählich frisch wird. So wie auch aktuell, ne? Es ist immer brüllend heiß und kaum ist die Sonne weg, denkst du dir, holy shit, warum ist es auf einmal so arschkalt? So, ich würde sagen, gute Nacht!